Hi, mein Name ist Lilly Schoter. Nicht wirklich. Schön, dass ihr da seid, denn wir reden heute über Privilegien. Und keine Sorge, natürlich hat selbst dieses Video einen Bezug zu Transrealitäten. Denn wo würden wir denn hinkommen, wenn Transpersonen über etwas anderes reden als Transdasein? Geht so nicht. Genauer geht es darum, Achtung, lauwarmer Take, dass eine Transition auch stark von Privilegien geprägt ist. Natürlich ist nicht jede Transition gleich. Zum Zweck dieses Videos gehen wir aber vom stereotypischen und binären Weg aus. Ist ja schließlich auch meine Erfahrung und ihr kennt Creator, wir reden gerne bei uns. Bleibt nur die Frage, warum mache ich so ein Video überhaupt? Ganz einfach, weil ich vermehrt lesen musste, wie Fremde, auch andere Transpersonen, die Transition anderer Transpersonen bewertet haben und what the fuck? Da traut sich eine Person endlich, ihr authentisches Ich zu sein und der erste Reflex mancher Person ist es, auf das Selbstbewusstsein dieser Person einzutreten. Ein Selbstbewusstsein, das sicher, gerade bei jungen Trans-Peoples, anfangs noch super fragil und verletzlich ist. Fragiler ist wahrscheinlich nur Elon Musks Männlichkeit. Was ist ein Privileg und was sind Privilegien bei einer Transition? Alles, was wir tun und erleben, hängt mit je nach Kontext unterschiedlich ausgestalteten Vorteilen zusammen, die eine Person eben genießt oder nicht genießt. Diese Vorteile sind Privilegien. Ich zum Beispiel bin weiß, sehr weiß, so weiß, dass es wehtut. Und die traurige Realität ist, dass ich deswegen, weil ich weiß bin, in einer immer noch von Rassismus durchzogenen Gesellschaft eine bevorzugte Behandlung in vielen Bereichen genieße. Mal weil die Leute das wirklich so wollen, aber vor allem unterbewusst durch internalisierten, also verinnerlichten Rassismus. Jetzt solltet ihr grob wissen, was ein Privileg ist und wir gucken mal, was sind denn Privilegien, die eine Transition betreffen können. Um das Ganze strukturiert und einigermaßen kurz zu halten, konzentrieren wir uns auf folgende Privilegien. 1. Soziales Umfeld. 2. Die Lage. 3. Aussehen und Körper. 4. Geld. Und 5. Keine Behinderung oder Mental Health Issues haben. Wenn euch mehr Privilegien einfallen, denn es gibt definitiv mehr, dann schreibt die gerne einfach in die Kommentare, vielleicht sogar mit einer kurzen Erklärung. Alternativ freue ich mich aber auch, wenn ihr den Algorithmus einfach wieder mit Uwu füttert. Entschuldigung. Privileg, soziales Umfeld. Euer soziales Umfeld sind eure Familie, eure Freunde, eure Arbeitsstätte oder sonstige Orte, an denen ihr regelmäßig Kontakt mit anderen Menschen habt. Wieso es ein Privileg ist, hier ein gutes soziales Umfeld zu genießen, ist eigentlich ein No-Brainer, oder? Denn in einer Transition ist ein Outing in der Regel nicht zu vermeiden und wir leben nun mal in einer Gesellschaft. Eine Gesellschaft, in der es absolut ein Privileg ist, wenn man in einem Umfeld lebt, in dem man sich sicher outen kann. Wirklich, ich betone hier Sicherheit. Ein Umfeld, in dem Verständnis, Akzeptanz und auch vielleicht die Bereitschaft zu helfen vorhanden sind, weil es ist nicht immer alles einfach. Und nicht umsonst ist das Konzept der Found Family, der gefundenen Familie, für queere Menschen so ein gängiges und leider auch wichtiges Konzept. Leider reicht ein gutes Familien- und Freundinnenumfeld auch nicht, denn die meisten von uns, I hate it, müssen arbeiten. Und wenn es auf der Arbeit nicht möglich ist, sich zu outen und die Transition durchzuführen, dann ist das ein absolutes Desaster. Aber vielleicht mache ich mir da ja auch umsonst Sorgen, denn Transpersonen haben ohnehin die höchste Rate an Arbeitslosigkeit. Woran das wohl liegt? Abschließend, alles an einer Transition ist einfacher, wenn ihr von Menschen umgeben seid, die euch lieben, akzeptieren und unterstützen. Und damit ist das soziale Umfeld ein Privileg, gerade in einer aktuell wieder zunehmend queerfeindlichen Gesellschaft. Privileg, Lage. Entschuldigung, ich bin weder ein Haus noch ein Grundstück. Lage? Nein, auch wenn es bestimmt Menschen gibt, die gerne in dich rein wollen. Es tut mir leid. Aber was meine ich mit Lage denn jetzt wirklich? Und zwar meine ich euren Wohnort und die dortige Infrastruktur, vor allem mit Bezug auf die medizinische sowie kosmetische Infrastruktur. Denn da wir über die klassische Transition reden, führt für die meisten von uns kein Weg an medizinischen und kosmetischen Schritten vorbei. Sei das Hormontherapie,
andere geschlechtsbestätigende Maßnahmen oder auch kosmetische Dinge wie Laserhaarentfernung, aber auch so ganz banale Dinge wie ein Friseur, der queerfreundlich ist. All das ist gerade in ländlichen Gebieten eher wenig vorhanden oder schwer zu erreichen. Die Wahrscheinlichkeit, erstmal eine Endokrinologie, also für Hormontherapie, in der Nähe zu haben, die dann auch noch idealerweise transpositiv ist, die ist so gering, da könnt ihr auch gleich einfach Euro-Jackpot spielen. Und wahrscheinlich gewinnt ihr dann auch noch. Solltet ihr gewinnen, ich suche by the way immer noch eine Sugar Mommy. Ara. Privileg, Aussehen und Körper. Was meine ich hier genau? Ich meine die Beschaffenheit eures Körpers bezüglich von Merkmalen, denen wir in der Gesellschaft basierend auf Stereotypen zuweisen, dass sie eher einen männlichen oder weiblichen Geschlechtsausdruck haben. Warum ist das relevant für eure Transition? Naja, weil die Gesellschaft oft auch unbewusst, ganz schön scheiße zu Transpersonen ist und sogenanntes Passing, also wie gut unser Geschlecht optisch erkennbar ist, durchaus wichtig für uns sein kann. Das heißt, gerade wenn ihr die falsche Pubertät hinter euch habt, dass es für euch einfacher ist, je mehr stereotypische Merkmale eures eigentlichen Geschlechts ihr vorzuweisen habt. Wir kennen es ja alle. Frauen haben kleine Hände, Männer haben einen sichtbaren Adamsapfel und. Alles, was Transfeinde regelmäßig in meine Kommentare als vermeintliche Owns posten. Passing ist einfach Sicherheit. Einerseits vor physischer Gewalt, andererseits vor verbaler Gewalt wie Beleidigungen und auch Missgendern. Und das wird wahrscheinlich noch eine Zeit lang so sein. Selbst wenn wir fleißig dafür kämpfen, dass wir uns als Gesellschaft von diesen einengen Kategorien lösen, die eigentlich nichts mit unserem Geschlecht zu tun haben. Privileg, Geld. In meinem letzten Video zu meiner eigenen Transition, hier oben by the way, rede ich bereits darüber, wie unglaublich teuer meine Transition bisher war. Leben in Deutschland ist ja generell dank Inflation und Ausbeutung durch den Kapitalismus eh schon ganz schön teuer, sodass man ohne viel Geld nur schlecht auskommt. In der Transition wird das nochmal heftiger. Da haben wir zum Beispiel die Personenstandsänderung, die aktuell noch unter dem TSG stattfindet. Da bezahlt ihr durchschnittlich 1800 Euro für. Aber das fällt ja hoffentlich bald weg, wenn Marco Buschmann mal seinen Arsch hochkriegt. Dazu könnt ihr ihm by the way gerne mal Druck machen und geht auf diese Seite hier oben aller guten Dinge jetzt, denn da kriegt ihr Hilfe, wie ihr ihm einen Brief, Fax oder E-Mail schreiben könnt und ihn einfach mal an seine fucking Pflicht erinnern könnt. Davon ab gibt's natürlich aber noch genug andere Kosten wie für Kleidung, Fahrtkosten für notwendige Orte, Rezeptkosten bei Hormontherapie, manchmal auch Kosten für Indikationen, kosmetische Eingriffe und wenn ihr besonders stark leidet, dann durchaus ja auch Operationen. Wenn wir da die oft unter Transfrauen diskutierte und auch oft gewollte FFS, also die Female Feminization Surgery, ranziehen, da können schon mal 40.000 Euro anfallen. Das übernimmt auch in der Regel keine Krankenkasse. Also es ist leider wie überall im Leben, Geld haben, reich sein, ist einfach ein Privileg. Wenn wir schon bei Geld sind, nicht schon wieder so plump, Lilly. Doch, plump und cringe ist mein Markenzeichen. Ich möchte mich an dieser Stelle bereits bei allen meinen Patrons bedanken, die mit ihrer finanziellen Unterstützung und auch ihrem Feedback meine Inhalte hier möglicher machen. Namentlich geht mein Dank da an AFK Duck, Auwin Gaming, Alice Harp, Lonely Lady Julie, an Sam Haber, Marie Reinschmidt, Alexandra Schinal, Steadboy, Alexander Stefan, Otli Gaming, Steph und Radium Vader. Vielen lieben Dank. Privileg, keine Behinderung oder Mental Health Issues. Eigentlich ein total geschenkter Punkt, denn wenn wir einfach mal ehrlich sind, unsere Gesellschaft und auch die Institutionen sind maximal ableistisch, das heißt, sie benachteiligen behinderte Menschen überall. Sei das bei Barrierefreiheit, bei der Verhinderung behinderter Kinder, bei Ausbeutung in Behindertenwerkstätten, der Umgang in der Pandemie, das Schulsystem, generell Inklusion und so viel mehr. Um jetzt den Bezug zur Transition herzustellen, hier kommt sehr vieles zusammen, was auch oft individuell ist, denn wenn es schon schwer ist, ein queerfreundliches Angebot zu finden, dann ist es noch schwerer, ein queerfreundliches Angebot zu finden, das zum Beispiel barrierefrei ist. Dazu kommen dann Geschichten wie,
Bei einer genitalangleichen OP wird argumentiert, dass wenn eine Person einen Rollstuhl nutzt, diese die OP ja gar nicht braucht. Als hätten Menschen, die einen Rollstuhl nutzen und generell Behinderte, nie Sex oder das Recht, über ihren Körper zu bestimmen. What the fuck? Generell gibt es viele Fälle von Gatekeeping, ob bei Behinderung oder auch Mental Health Issues. Dort suchen TherapeutInnen dann gerne den Auslöser für das Dasein als Transperson. Da wird Transgeschlechtlichkeit von Menschen einfach aberkannt, weil man, um das ganz platt zu sagen, vielleicht einfach auch depressiv ist. Auch dass Transgeschlechtlichkeit an sich keine Störung oder Krankheit ist, das ist auch noch nicht bald angekommen. Anstatt also zum Beispiel Depressionen und die Transition an sich getrennt zu behandeln, nimmt man diesen Menschen die Chancen auf eine gute Transition, weil man ja lieber erst die anderen Dinge klären will, selbst wenn das für die Mental Health der PatientInnen sicher kein Yay ist. Hört euch da gerne mal Betroffene, die sich dazu äußern wollen, an. Irgendwie sowas wie ein Fazit. Ich glaube, ihr wisst jetzt schon, wieso ich am Anfang gesagt habe, das Ganze ist eher ein lauwarmer Take. Denn es ist schon sehr offensichtlich, dass unsere alltäglichen Privilegien auch einen großen Einfluss darauf haben, wie gut oder auch wie schnell wir eine Transition angehen können. Und honestly, das kotzt mich an. Ich möchte in einer Welt leben, in der Selbstbestimmung wirklich für alle möglich ist, in der Menschen einfach akzeptiert sind und nicht dauernd leiden müssen, wenn sie ihr authentisches Selbst zeigen wollen. Kriegen wir das hin? Kriegen wir, aber wir müssen dafür auf jeden Fall hart kämpfen. Mit Empathie, viel Aufklärung an allen möglichen Orten, mit Widerstand gegen Menschenfeinde und natürlich auch auf der Straße. Deswegen auch vielen lieben Dank, dass ihr dazu einen kleinen Beitrag leistet, indem ihr mir hier zuhört, mir eine Plattform gebt und, naja, meine viel zu langen Videos aushaltet. Und jetzt lasst mich gerne eure Meinung in den Kommentaren wissen. Wenn euch nichts einfällt, lasst einfach ein da oder ein liebes Kompliment, aber vor allem ein Abo auf diesem Kanal und nervt alle eure Bekannten mit mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!